Moin Leute, es geht wieder los. Die German Moto Masters 2023 starten wieder in Brünn. Wir haben hier eine 4-Tages-Veranstaltung. Ich bin auch schon einen Tag im Trockenen gefahren. Einen habe ich ausgesetzt und ich bin natürlich mit meiner geliebten R1 wieder am Start. Und ich habe mir viel vorgenommen für die Saison. Auf jeden Fall wieder Top 10 und eigentlich auch mal irgendwie Top 5-Ergebnisse. Hier in Brünn wurde schon richtig aufgetischt, sage ich mal, mit den Rundenzeiten. Alle sehr, sehr schnell geworden, aber ich natürlich auch. Ich bin jetzt gerade eben ein Qualifying gefahren. Ich glaube, ich werde von der Position 8 starten. Ich blende euch das sonst noch mal ein. Mit einer 2.10 hoch. Das Schlimme ist, und da habe ich mich auch richtig aufgeregt, ich hatte leider einmal auf einer Runde mit minus 1.87 richtig Verkehr dann in dem letzten Sektor. Und das wäre eine 9 geworden. Aber ja, hätte mich noch ein bisschen weiter nach vorne gebracht. Aber alles halb so wild. Ich hoffe mal, die 9 purzelt dann im Rennen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem ersten Rennen. Geht in die Startaufstellung. Ich tanke nochmal kurz voll, Kameras an. Und los. Und damit geht's in den Probestart. Die Starts müssen dieses Jahr irgendwie besser klappen. Ihr seht's auch jetzt schon wieder. Ich gebe irgendwie ab und zu kurz nicht Vollgas und das bringt mich mal ganz weit nach vorne. Darf ich jetzt noch mal kurz rantasten, wo wir dann gleich bremsen werden beim richtigen Rennstart. Eine wichtige Szene jetzt hier, es staut sich da vorne einmal und zwar fällt einer aus, ein Motorschaden oder ähnliches, ich weiß es nicht, auf jeden Fall der 4. Platz Onno Bitter ausgefallen. Deswegen sind wir jetzt in der Startaufstellung und starten quasi direkt von P7. Die Ampel geht an, wir zünden die Launch Control aus. Und wir kommen relativ gut weg, haben auf jeden Fall schon mal einen Platz rechts gut gemacht und eigentlich auch noch einen links, aber da werden wir wieder von... Ach, Dennis Kasper überholt, der startet immer wie eine Granate. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, wir orientieren uns ein bisschen weiter außen. Da wird es auch mal kurz ein bisschen eng, aber nach innen zieht sich das Feld immer extrem zusammen. Deswegen einfach da ein bisschen Platz mitnehmen. In Brünn haben wir ja genug Platz. Das ist ja wirklich breit wie zwei Autobahnen. Wir kommen gut raus, können uns hier an Dennis Kasper bringen und kommen jetzt auf P7 nach wie vor raus. Also so gesehen erstmal nichts gewonnen, bis auf natürlich den einen Platz, den wir quasi schon im Vorstart bekommen haben durch einen technischen Defekt. So, und jetzt war das Ziel erstmal ein bisschen, ja, mitfahren, gucken, wie das jetzt so ausschaut. Ich gehe häufig jetzt schon weit. Wir werden es jetzt auch im Laufe des Rennens sehen, dass ich die Punkte gar nicht treffe. Das wird ein schwieriges Rennen und es kommt auch noch eine richtig knappe Situation. Mehr dazu dann am Ende des Videos. Also, jetzt fahren wir erstmal hier die ersten zwei Runden, denke ich, zusammen mit. Ich werde das Ganze ein bisschen überkommentieren. Das Feld nach vorne zieht sich schon ganz gut auseinander. Vorne schnelle Zeiten gefahren bis 2.06, 2.07. Da sind wir mit unserer 2.10 natürlich deutlich weit weg. Ihr seht es, ich habe irgendwie Probleme. Ihr hört es auch. Die Linie vernünftig zu halten, gehe häufig ein bisschen weiter, muss ein bisschen warten am Gas. Es kann sein, dass ich vielleicht mit zu viel Reifendruck gefahren bin. Ich habe es einfach nicht rausfinden können tatsächlich. Leider da auch noch keine Fahrwerkssensoren am Start gehabt, dass ich irgendwie gucken konnte, wie das Fahrwerk an sich steht. Hier, Dennis Kasper geht extrem weit, muss da natürlich auch ein bisschen vom Gas gehen. Da können wir natürlich super drankommen. Und zack, hier eine meiner Lieblingsstellen in Brünn, geht es runter in die lange Rechtskurve. Und damit haben wir den 6. Platz jetzt erstmal für uns. Ja, bestimmen können und nach vorne hin, ach, da ist aber schon eine größere Lücke aufgetan. Der nächste Fahrer vor uns ist Mike Spieler, auch sehr gut unterwegs gewesen. Und ihr seht es hier wieder, weit gegangen, Punkt gar nicht getroffen, muss korrigieren. Hier Probleme reinzukommen. Es war wirklich kein leichtes Rennen. Die Rundenzeiten grundsätzlich besser als letztes Jahr, aber ich musste richtig, richtig kämpfen. Jetzt erstmal hier den Berg hoch. Ihr habt ja auch die Kamera nach hinten noch eingeblendet, da seht ihr immer, wie sich das Ganze so zum hinteren Fahrerfeld verhält. Wir ein bisschen Abstand gewinnen, konnten wir gewinnen auf den Dennis Kasper und ziehen jetzt hier nach vorne. Ziel war eigentlich jetzt vorne da an den Mike Spieler irgendwie ranzukommen, weil für mich ist immer im Rennen das Problem, wenn ich niemanden naheliegend vor mir habe, bin ich immer, ja, tue ich mich schwer, selber auf schnellere Pace und konstante Pace zu kommen. Hier soweit die Kurve macht auch sehr viel Spaß. Da kommen wir auch ein bisschen tatsächlich ran. Das war von den Gefühlen auch gut. Aber ich brauche eigentlich immer jemanden extrem nah an mir dran. Und ich brauche auf jeden Fall auch so ein bisschen mehr Wissen über die nächsten Rennen, wo wir denn im Rennen stehen. Wer ist wie weit vor mir, wer ist wie weit hinter mir? Jetzt sehe ich natürlich gut, ich komme an den Mike ran. Aber ich gehe hier aber auch jede Runde extrem weit. Trotzdem kommen wir irgendwie ein bisschen an den Mike ran. Deswegen war das nochmal eine ganz gute Motivation jetzt für uns. Nimmt die erste Rundenzeit hier, die Runde 2, nicht so ernst. Jetzt überholt uns der, es müsste Holger Schubert sein. Der ist früher schon Hafenegger Cup gefahren, also schon ein richtig alter Rennhase. Wird im Rennen ja auch noch extrem schnell.
Und ja, jetzt hätte ich eigentlich einen vor mir, aber ihr seht, ich habe extreme Probleme, die Linie zu halten. Das zieht sich durchs ganze Rennen auch noch durch. Der Holger fährt jetzt auch schon relativ schnell auf den Mike Spieler auf und wird ihn dann sich auch direkt noch schnappen. Ach, es war ein hartes Rennen für mich. Und hier, ich muss wirklich kämpfen, irgendwo innen mal reinzukommen. Wir werden das nächstes Jahr in Brünn vermutlich erst wieder rausfinden können, warum das so ist. Jetzt stand jetzt Fahrwerkssensoren verbaut, aber jetzt in dem Rennen kann ich euch damit leider noch nicht dienen. Deswegen ziehen sie da vorne auch relativ weit weg. Und wir beginnen langsam nach und nach unser einsames Rennen auf P7. Auch hier wieder nicht in Reihen gekommen. Es ist erstaunlich, wie ich trotzdem relativ zügige Rundenzeiten von 2.10 fahren kann. Ihr seht jetzt auch da gerade, die Best Lap Gap ist gar nicht so weit weg. 0.02, jetzt sogar schneller gefahren als meine eigentliche Best Lap. Also wir sind gerade hier auf einer neuen persönlichen Runde, oder Bestzeitrunde. Obwohl ich hier, ihr seht es, ich treffe keinen richtigen Punkt nach innen. Ich gehe überall weit, es ist super schwierig für mich zu fahren. Und dennoch können wir hier gleich eine neue beste Rundenzeit für mich einfahren. Da haben wir sie nämlich schon, zack, 2.10 Punkt 1.00 nach dem Ober-Rechts-Data-Recording. Also ganz, ganz komisch, ich bin extrem weit gegangen, trotzdem relativ zügige Rundenzeiten gefahren, aber das Ganze war nicht so leicht und ja, jetzt ging das einsame Rennen los. Ja, und damit beginnt mein einsames Rennen. Ich bin Runde für Runde alleine gefahren und hatte gar keinen Überblick, ob ich irgendwie aufschließe, ob hinten welche aufschließen oder nicht. Und bin deswegen ja irgendwie nicht eingebrochen. Ich konnte auch noch easy fahren, sondern bin irgendwie einfach langsamer geworden, weil ich diesen Push nicht mehr hatte. Und auf jeden Fall werde ich im nächsten Rennen mal jemanden an die Boxenmauer stellen, der mir die Zeiten durchgibt, weil dann hätte ich auch wieder Gas gegeben und es wäre nicht zur folgenden Situation gekommen. So, ihr habt es gerade eben von mir ja schon gehört. Ich bin ein extrem einsames Rennen gefahren, hatte keine Ahnung, wer vor oder hinter mir ist. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Dachte auch, es kommt tatsächlich einfach keiner mehr. Ein bisschen langsamer geworden, deswegen auch vor den Rundenzeiten natürlich nicht gut. Und dann setzt der David Frick mit einem Überschuss in diese Kurve rein, obwohl ich da relativ spät auch schon bremse. Und es kommt fast zur Kollision, weil er da weit geht, weil er innen drin über die Speed, über diese kleinen Hügel da fährt. Oh, das war eine extrem knappe Situation. Ich war auch sauer. Ich dachte so, Mann, jetzt habe ich einfach mal in einem Schlag drei Plätze verloren, will da unbedingt an dem David auch hier schon wieder vorbei. Kriegen wir aber nicht hin. Ist zum Glück alles nochmal gut gegangen. Ich meine, es kann im Rennen natürlich passieren. Er wollte da reinstechen und am Ende habe ich es auch zu dieser Situation kommen lassen, weil ich einfach nicht mehr konstant meine Runden gefahren bin wie am Anfang. Extrem bitteres Rennen jetzt hier gerade für mich, aber ich wollte auf jeden Fall da wieder rankommen. Ich dachte so, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Das kann doch nicht sein. Ich muss mir auf jeden Fall für die nächsten Rennen jemanden an die Boxenmauer stellen, dass wenn ich sehe, ey, da kommt jemand hinter mir an, dass ich da nochmal probiere extra zu pushen. Ihr seht hier, ach, wir kommen auch noch nicht auf der Geraden an, aber ich weiß, wo ich den David eigentlich überholen kann. Aus dem letzten Jahr kenne ich ja auch schon, das heißt seine Schwachstellen, aber auf jeden Fall auch meine stärkeren Stellen. Lass hier schon ein bisschen mehr reinlaufen, positioniere mich gut, dass ich dann auch gleich wieder ein bisschen mehr Dampf raus beschleunigen kann. Macht das Gas auf, er geht ein bisschen weiter, kann da gar nicht so komplett durchbeschleunigen und wir machen auf jeden Fall jetzt schon mal Meter gut. Und hier habe ich mir gesagt, komm, hier kannst du richtig spät bremsen. Und da holen wir uns dann auf jeden Fall den David wieder, sind damit dann auf dem 9. Platz, gehen hier auch nochmal extrem weit. Ich dachte, oh bitte stupft er da jetzt nicht zwischen. Aber der jetzt natürlich auch ein bisschen geschwächt und das Manöver gerade eben so eine knappe Situation kostet auch nochmal extrem Kraft. Er wusste ja auch selber, dass er da ganz, ganz weit geht und ja, wir konnten da zum Glück die Kollision vermeiden. Jetzt haben wir da vorne dann Timo Schmiemann noch und ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, wer der zweite Fahrer ist. Ich glaube, Franz Schauer müsste das sein. Aber die ziehen da jetzt gerade weg, haben dann auch nochmal am Ende eine 2.09 in den Asphalt gebracht. Natürlich stärkere Zeit als ich. Trotzdem ärgerlich, das hätte nicht sein müssen. Einen Platz verlieren wäre wahrscheinlich noch drin gewesen. Aber jetzt drei auf einem Schlag gerade eben mit weit gehen, das hat natürlich dann extrem Zeit gekostet. Wir befinden uns jetzt auch schon in der letzten Rennrunde, gehen wieder weit. Es zieht sich durch das gesamte Rennen durch. Aber hoi, war das eine knappe Situation. Jetzt fahren wir das Rennen hier natürlich noch zu Ende. Der David ist ja immer noch hinter uns. Wir sehen da natürlich auch schon eine kleine Lücke. Aber da war ich jetzt auch wieder getrieben und dachte, boah, das machen wir jetzt auf jeden Fall nicht. Den 9. müssen wir auf jeden Fall nach Hause holen. Ach, aber ärgerlich, der Verlust. Aber zum Glück hier in der Kurve gerade eben nichts passiert. Für mich extrem schlimm, das Rennen hier nachträglich nochmal zu gucken, weil ich wirklich für mich auch sehe, dass ich gar nichts richtig treffe. Da wäre viel, viel mehr in diesem Rennen, ja, eigentlich machbar gewesen und ich hätte es auch gerne im zweiten Rennen umgesetzt.
Doch wie ihr wahrscheinlich auf dem Videotitel gerade schon gelesen habt, kommen wir gleich noch zu einem Thema, warum ich am zweiten Rennen dann leider ja nicht teilnehmen konnte. Jetzt bringen wir das Ganze aber erstmal nach Hause. P9, ich fahre da schon Kopfschüttel durchs Ziel. Gar nicht, weil ich mich aufgeregt habe, sondern einfach nur, weil ich mich über den David aufgeregt habe, sondern einfach nur, weil das super ärgerlich war. Aber am Ende, wie gesagt, ich habe es provoziert durch meine nicht konstanten Rundenzeiten zum Ende hin. Ich drehe mich da auch schon um. Sage ihm eigentlich nur so, wow, das war echt knapp. Ich glaube, er dachte zuerst, ich bin extrem sauer. Entschuldigt sich dann direkt hier, Entschuldigung. Es gibt dann gleich nochmal eine kleine Fistbump und damit ist das auch gesessen. So, zack. Wirklich, wie gesagt, er wollte es ja nicht böse meinen. Sehr starkes Rennen auch von ihm. Und wir sind in der Box zurück. So Leute, das erste Rennen ist geschafft. Ich denke, da war schon mal wieder ein ganz geiler Start mit dabei. Rundenzeiten sind auch gut, neue Bestzeit auch gefahren. Jetzt eine 10 tief, ideal sogar 9,2. Ich will gar nicht sagen, dass ich schlapp wurde oder richtig geschwächelt habe, aber irgendwie hatte ich so keine Referenz mehr nach vorne, aber auch nicht nach hinten. Wie schnell ich jetzt fahren muss, ob Leute näher kommen oder nicht kommen, dann hattest du David Frick ja einmal probiert. Und ja, ist leider weit gegangen, enge Situation, ging dann zum Glück noch gut aus. Leider dann ja zwei Plätze verloren, die dann an uns vorbeigezogen sind. Die hatten grundsätzlich auch eine gute Pace drauf. Ich glaube, sie hat mich aber grundsätzlich nicht eingeholt. Von daher, ja, leider zwei Plätze verschenkt. Neunter Platz ist es jetzt geworden. Einer ist auch beim Start leider nicht dann in die, ja, in den endgültigen Start gekommen. Da war irgendwie ein technischer Defekt. Von daher natürlich auch noch mal ein bisschen Glück mit der Position. Top-10-Ergebnis eingefahren. Das Fahrerfeld im Vergleich zu letzten Jahr brutal noch mal stärker geworden. Einerseits sind wir stärker geworden, andererseits sind noch ein paar andere Leute dazugekommen, die auch stark sind. Also German Moto Masters dieses Jahr wird ein hartes Brett. Aber macht auch Spaß, man kann viel lernen. Und ich würde sagen, im nächsten Video, im zweiten Rennen. Und eigentlich solltet ihr jetzt noch mein Auto sehen und sagen, hey, ich gebe im zweiten Rennen nochmal richtig Gas, hat richtig Bock. Aber dazu kam es leider nicht, denn wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, hatte ich ein Problem. Und zwar habt ihr das vielleicht selber schon immer mal auf den Onboard-Aufnahmen gesehen. Immer auf der Geraden, so hat angefangen der vierte, fünfte Gang auf meinem Dashboard ganz komisch zu wackeln. Und das auch schon seit einigen Rennevents. Und ich dachte immer, das ist wahrscheinlich das Dashboard. Das wird irgendwie nicht so schlimm sein, keine Ahnung, da ist irgendwie, stimmt da was nicht ganz. Aber hat immer funktioniert. Ja, am nächsten Tag wollte ich mich ein bisschen aufwärmen, Warm-up-Runden fahren und so weiter. Und ja, sehr, sehr, sehr oft ging der vierte Gang nicht mehr in den fünften rein, sogar mit Kupplung nicht. Und ich dachte so, oh nee, das kann es jetzt nicht sein. Das Motorrad fuhr noch und runterschalten hat auch funktioniert. Aber ich hatte echt Angst, dass wir tatsächlich einen Getriebeschaden haben. Wir hatten das ja eigentlich alles offen gehabt, aber natürlich kann das dennoch mal irgendwie passieren, dass das Getriebe dann auf einmal kaputt geht. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Rennen nicht anzutreten. Also es wird vom zweiten Rennen in Brünn leider kein Video kommen. Da habe ich leider nicht teilgenommen. Deswegen ein Null-Punkte-Rennen für mich. Sehr schade für die Meisterschaft, weil ich mir gerade aus dem zweiten Rennen noch sehr viel erhofft habe. Aber ja, ich bin danach zu Lars Sänger zum Motorradski gefahren. Und vielleicht habt ihr es auch schon in meiner Insta-Story gesehen. Es war zum Glück nicht das Getriebe, sondern wir konnten feststellen, dass es nur der Gangsensor war, der kaputt war. Und der kann wohl dann irgendwie dafür sorgen, dass die Gänge dann gar nicht mehr geschaltet werden, sogar mit Kupplung nicht mehr, weil, ja, einfach zum Schutz des Getriebes, dass man da nicht irgendwie noch was komplett kaputt macht. Deswegen gut, dass ich nicht gefahren bin, weil mit nur vier Gängen in Brünn wäre es tatsächlich schwierig geworden, das Rennen vernünftig zu fahren. Und ja, trotzdem kluge Entscheidung dann von mir, nicht angetreten zu sein. Ja, also, es war der Gangsensor, nicht das Getriebe. Ich hatte aber Angst, dass es tatsächlich das Getriebe ist. Wir werden es auch bald nochmal checken. Vielleicht ist da trotzdem noch was dran. Aber ja, mehr dazu dann in den nächsten Videos. Das wollte ich da als Info nochmal für euch da lassen. Falls ihr das Video gefallen habt, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ja, ciao.